ihr jetzt auch gleich anschließend im Video auch sehen werdet, haben wir ein paar richtig gute Fische auch fangen können. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch jetzt auch ganz kurz erklären. Meine Herangehensweise oder meine Sichtweise. Ich konnte in der ersten Woche nach der Schneeschmelze schon mal beobachten, dass das Wasser ja wirklich von 17 Grad auf 14, 13 Grad runtergegangen ist, abgekühlt hat. Ganz klar mit der Schneeschmelze vom Norden oben. Dann kam noch das Hochwasser drauf mit ungefähr 3, 5 bis Höchststand 6 Meter über Null. Das Komische an der ganzen Sache war heuer im Frühjahr, dass das Wasser sich einfach mega gehalten hat. Also wir waren im letzten Monat knapp Minimum immer 3 Meter über Normalstand. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist, die Waller da bei einem fünffachen Platz einfach zu lokalisieren. Unter anderem machten wir auch immer wieder das steigende und fallende Wasser, vor allem in den geraumen Tages- und Nachtzeiten, immer wieder einen Strich durch die Rechnung in der ersten Woche, dass sich natürlich die Strömungsgeschwindigkeiten von den Überflutungsgebieten natürlich auch immer gleich drastisch geändert haben. Ich bin die erste Woche mit Stein- und mit Oberflächenmontagen herangegangen, ganz normale Kombi-Rigs, aufgebaut mit einmal Ghost-Hook und Einzelhaken und einmal mit Drilling und Einzelhaken, maximal 10 Gramm U-Posen. Und ich konnte eben beim Stein auch Erfolge verbuchen, mehr aber an der Oberfläche. Das war der Vorteil natürlich für mich nachher für die zweite Woche. Unter anderem konnte ich auch, was ich sehr gern mache, erster Tag, wenn ich in Italien ankomme und ich habe meine Hafenerledigungen erledigt, geht es für mich einmal ans Wasser und ich möchte das Wasser mal beobachten, ein bisschen hören am Abend, selber mal vielleicht, muss gar nicht angeln sein. Aber einfach einen Eindruck mal zu bekommen, was passiert gerade zu welcher Jahreszeit am Wasser. Und nach vielen Beobachtungen und vielen Hören konnte man mitbekommen, dass es den Anschein machte, als wie die Karpfen laichen. Das bei 13, 14 Grad. Im Laufe der Woche stellten wir ganz sicher fest, dass die Karpfen laichen. Sie spritzten teilweise an den Graskanten. Und vor allem, wie gesagt, die Großfische. Mit der Information konnte ich natürlich in der zweiten Woche gezielt mit Karpfen, die was ich in einer offiziellen Köderfischfarm mir besorgt habe, Karpfen angeln. Das war sicher auch ein Punkt, was zum Erfolg führte. Der zweite Punkt von meiner Sichtweise war der Ghost Hook. Ich habe in der zweiten Woche immer mehr und mehr die Oberflächenmontagen nur mehr auf Einzelhaken, den sogenannten Grip Hook von uns, von Black Cat und den Ghost Hook umgebaut, die Vorfächer 1,20 Meter lang gemacht mit 150 Gramm Strömungsblei, weil hier bei uns in Cremona haben wir ja extrem viel Strömung und konnte weitaus größere Fische auf diesen Ghost-Hook wieder fangen und teilweise blieben die Kombi-Rigs liegen. Vor kurzem hat erst ein Teamkollege von mir ein Video auch in Laichzeit auf YouTube hochgeladen, das war der Benjamin Gründer, der hat die Thematik auch angesprochen. Ich kann das nur untermalen.
Gläser. Du hängst vorne am Boden. Das war drauf. Ein kurz ein graues Boot wieder. Zwei von drei gefangenen Fischen in der Nacht. Zwar gute dabei, wir sind mehr als zufrieden, dass uns der Fluss die jetzt geschenkt hat. Ist gerade mega schwierig mit der Laichzeit. Die sind voll. Die ist voll im Gange, die Fische sind mittendrin. Man sieht es hier an den Bissspuren. Die zwei kommen jetzt wieder zurück, dass sie ihr Laichgeschäft vollenden können. Wir werden weiter dranbleiben. So, wie versprochen, die Montage, was zum Erfolg geführt hat. 150 Gramm Blei, langgezogener Strömungsblei. Wir befischen den Naturufer, da hat es ein bisschen einen Druck vom Wasser drauf. Und wir befischen es auf der Oberfläche. Ich habe ein knapp 1,20 Meter langes Vorfach. Gummiertes Vorfach vom Blackhead von uns. Wir verwenden derzeit Karpfen, weil die sind gerade in der Laichzeit. Da sieht sie überall den Grasnarben spritzen. Deswegen angeln wir jetzt auch Karpfen. Es sind auch in unserem Bereich da immer wieder Karpfen aufgegangen. Und ja, schließlich haben wir auch die Fische dadurch gefangen. Ich verwende unter anderem auch den Grip Hook von uns von Blackcat und derzeit die Ghost Hooks. Die haben eigentlich uns die ganzen Bisse beschert. Combi Rig sind getestet worden, sind derzeit immer liegen geblieben, aber gerade in den letzten zwei Wochen war es der Grip Hook und immer wieder der Ghost Hook, was uns gute Fische aufs Band gebracht hat. Immer sauber, schön im Eck gesessen, entweder der Einzelhaken oder eben der Double Ghost Hook. 1,20 Meter langes Vorfach, aus dem Grund, weil speziell der große Waller, wenn er einsaugt, hat er viel besseres Spiel, den Köder einzusaugen. Viele machen den Fehler, dass er es einfach zu kurz binden, projiziert Fehlbisse oder wie gesagt, der Fisch hakt gar nicht. Und mit ein bisschen längeren Vorfach waren wir jetzt genau an der richtigen, haben wir das jetzt eigentlich alles richtig gemacht und ja, wir machen weiter. So, und jetzt hat es richtig gescheppert, 2,38 Meter in der Laichzeit, wir haben alles richtig gemacht, die Jungs haben alles richtig gemacht, jetzt haben wir vom Fluss endlich belohnt worden für die ganze harte Arbeit. Jo, wir haben noch ein paar Tage, wir werden weitermachen. Petri, bis später. Yes. Power. Duscht, der was dran ist und ja, geht er genauso aus wie er gehört. Wie gesagt, die Montage muss jetzt fort. Lieb ist er. Bitte. Einer hat das Nest getroffen. Wieder super Fisch für den Gernot in der Nacht. Komplett dunkel, gelb und ja, wir sind zufrieden, da kann es weitergehen, vor allem das in der Laichzeit. Man sieht da die Spuren noch vom Liebesakt und wir werden den jetzt wieder schwimmen lassen.